Sehr geehrte Frau Staatssekretärin, sehr geehrte Damen und Herren, liebe Kolleginnen und Kollegen. Mein Name ist Heike Neuroth und ich leite die Abteilung Forschung und Entwicklung an der Niedersächsischen Staats- und Universitätsbibliothek in Göttingen noch bis Ende des Monats. Im Namen der Forschungsverbünde Daria.de und TechScript und im Namen des Mitorganisators Max-Planck-Institut für Wissenschaftsgeschichte hier in Berlin möchte ich Sie ganz herzlich zum Digital Humanities Summit 2015 hier im Hanekhaus begrüßen. Wir freuen uns außerordentlich, dass Sie unserer Einladung so zahlreich gefolgt sind. Wir haben knapp 300 Anmeldungen für den Summit und die TechScript Grand Tour am Donnerstag ist mit 110 Anmeldungen komplett ausgebucht. Ganz besonders freuen wir uns auf die über die 60 Posteranmeldungen von den BMBF geförderten Forschungsprojekten, die Age-Zentren und Nachwuchsgruppen sowie assoziierten Digital Humanities Projekten aus zum Beispiel DFG-Förderung oder Akademievorhaben. Ein ganz besonders herzliches Dankeschön an alle Vortragenden und Diskussionsteilnehmer, ohne die wir, wie wir finden, ein so buntes, lebendiges und vielfältiges Programm nicht hätten auf die Beine stellen können. Ehe wir einsteigen, erlauben Sie mir bitte vorab noch einige Hinweise. Zum 10-jährigen Jubiläum von TechScript haben wir einen Sondersammelband herausgegeben von der Community für die Community, den Sie jetzt innerhalb dieser Woche noch zu einem Vorzugspreis im Tagungsbüro erwerben können. Und des Weiteren möchte ich Sie noch auf die Ausstellungsobjekte der Open Knowledge Foundation und Wikimedia hinweisen. An der Datentankstelle laden wir Sie ein, geisteswissenschaftliche Forschungsdaten herunterzuladen und Wikimedia wird Sie dabei unterstützen und als Ansprechpartner zur Verfügung stehen. Und an der Letterbox fragen wir Sie nach Ihrer Vision für Digital Humanities. Wir werden dann Ihre handschriftlichen Beiträge einscannen und per Twitter verteilen. Es kann auch anonymisiert passieren. Wenn Sie twittern möchten, so haben wir einen Hashtag #TheAge-Summit15 bereitgestellt und Sie sehen ja die Twitter-Nachrichten links neben dem Tagungsbüro. Ich wünsche uns nun allen interessante Diskussionen, einen lebhaften Austausch mit den Fachkolleginnen und Kollegen. Dafür sind solche Konferenzen auch da und wir hoffen, dass wir genug Raum dafür geschaffen haben. Ich darf nun die Staatssekretärin und Amtschefin des Bundesministeriums für Bildung und Forschung, Frau Cornelia Quenne-Thielen, herzlich willkommen heißen, die wir für das erste Grußwort gewinnen konnten. Sehr geehrte Frau Dr. Neuroth, sehr geehrte Herren Professor Renn, Professor Horstmann und Professor Thaller, meine sehr geehrten Damen und Herren. Es ist wunderbar, einen ziemlich gefüllten Saal zu sehen an einem schönen sonnigen Morgen in Berlin. Und ich freue mich sehr, heute bei diesem Digital Summit mit dabei sein zu können am Anfang. 1949 überzeugte der Theologe Roberto Busa den Vorstandsvorsitzenden von IBM, damals Thomas J. Watson, davon, ihn bei einer Mammutaufgabe zu unterstützen. Mit Hilfe der IBM-Lochkartentechnik, manche von uns erinnern sich da noch dran, wollte Busa das vollständige Werk von Thomas von Aquin indexieren. Und daraus wurde eine jahrzehntelange Partnerschaft zwischen IBM und Busa. In den 70er Jahren gab Busa den Index Thomisticus in 56 Bänden heraus. 1989 folgte eine Fassung auf CD-ROM. Seit 2006 ist der Index direkt mit dem gesamten Korpus der Schriften verknüpft, frei zugänglich im Netz. Mit diesem Index wurde der Theologe Busa quasi zum Godfather der Digital Humanities. Was sagt uns diese faszinierende Geschichte, die auch eine Geschichte der Entwicklung der Technologien ist? Erstens, die Geisteswissenschaften gehören zu den Vorreitern der Digitalisierung. Da werden Sie mir hier im Saal, denke ich, alle gerne zustimmen. Zweitens, ungewöhnliche Partnerschaften sind häufig ein besonderer Gewinn. Und drittens,
Großprojekte brauchen einen langen Atem. Das wissen wir auch alle aus vieler Erfahrung. Seit 2005 ist der Corpus also im Netz. Das belegt Pars pro Toto. Wir stehen nicht mehr ganz am Anfang, aber immer noch am Beginn einer Entwicklung. 10 Jahre sind eigentlich noch keine endlos lange Zeit. Wir sehen, digitale Technik durchdringt unsere Arbeit, unseren Alltag, die Wissenschaft. Was das für die Zukunft heißt, welche Möglichkeiten und Grenzen, welche Veränderungen das mit sich bringt, werden die nächsten Jahre weisen. Und das macht Veranstaltungen wie die heutige so spannend, wo das bereits Etablierte auf Neues trifft, wo ein ganzes Feld abgesteckt wird, das es vor 2 Dekaden noch kaum gab und Wissenschaftler ganz unterschiedlicher fachlicher Herkunft aufeinandertreffen. Sie alle treiben die Verwendung digitaler Techniken und die Arbeit mit großen Datenmengen für die geisteswissenschaftlichen Disziplinen voran. An den Hochschulen, an den Bibliotheken, in den von unserem Haus, dem BMBF, geförderten Projekten Daria und TextGrid oder mit eigenen Projekten. Sie machen diesen Digital Humanities Summit zu einem eindrucksvollen Markt der Möglichkeiten. Und die Zahlen, die Sie gerade genannt hatten, Frau Neuroth, zeugen davon, das Konzept ist aufgegangen und Sie haben bestimmt 1,5 sehr spannende Tage hier in Berlin. Ja, meine Damen und Herren, so tiefgreifende gesellschaftliche Umbrüche und technische Neuerungen fordern natürlich auch die Politik heraus. Alte Regelungen passen nicht mehr, Innovationen brauchen gute, neue Rahmenbedingungen, Erwartungshaltungen und Präferenzen verändern sich. Die Bundesregierung stellt sich mit ihrer digitalen Agenda, einem der zentralen Projekte in dieser Legislaturperiode, dieser Herausforderung. Wir wollen damit die Chancen der Digitalisierung nutzen. Wir wollen Deutschlands Rolle als innovative, leistungsstarke Volkswirtschaft in Europa und der Welt ausbauen. Und zugleich wollen wir auch die Risikofragen adressieren und damit verbundene Sorgen in der Gesellschaft aufgreifen. Wir setzen uns für die Fortentwicklung des globalen Internets als offenem, als sicherem und freiem Raum ein, der Meinungsvielfalt und Austausch schützt, sowie Information und Teilhabe aller Bürgerinnen und Bürger an gesellschaftlichen, an wissenschaftlichen Prozessen ermöglicht. Bildung, Wissenschaft und Forschung sind ebenso wie Kultur und Medien ganz zentrale Anwendungsfelder für den Einsatz dieser neuen Technologien. Und zugleich bietet digitale Vernetzung neue Möglichkeiten von Öffentlichkeit und Veröffentlichung. Die Politik unterstützt die Entwicklung und die Nutzung neuer Technologien und sie setzt den rechtlichen Rahmen. Digitale Plattformen sind digitale Erkenntnisinstrumente. Sie entwickeln sich gerade auch in der Wissenschaft nicht von selbst. Sie sind teuer und sie versprechen geistigen, aber zunächst nur begrenzten monetären Gewinn. Deshalb bedarf es der Förderung und das BMBF hat recht früh mit der Förderung der Digital Humanities begonnen und der dazugehörigen Forschungsinfrastrukturen. Den Anfang machte TextGrid 2005, Sie sprachen gerade vom 10-jährigen Jubiläum. Dann hat der Wissenschaftsrat, angeregt durch unser Haus, mit seinen Empfehlungen 2011 wesentlich dazu beigetragen, Ressourcen zu mobilisieren und Initiativen zu ermutigen. 2011 haben wir e-Humanities aufgeschrieben, seit 2012 haben wir die Förderung der Digital Humanities und der entsprechenden Infrastrukturen zu einem Schwerpunkt in unserem Rahmenprogramm für die Geistes-, Kultur- und Sozialwissenschaften gemacht.
Unsere bisherige und die laufende Förderung der Digital Humanities und der Forschungsinfrastrukturen dazu im Bereich der Geisteswissenschaften beläuft sich auf rund 60 Millionen Euro. Und wenn wir uns auch die beiden geförderten europäischen Infrastrukturen der Geisteswissenschaften ansehen, Daria und Clarin, dann ist Deutschland erkennbar ein sehr starker Partner. Geld ist aber bekanntlich nicht alles. Wir brauchen zugleich Rahmenbedingungen, die den digitalen Möglichkeiten entsprechen. Open Access ist ein zentrales Stichwort, gerade auch für die Wissenschaft. 2013 hat der Deutsche Bundestag auf einen Gesetzesentwurf aus unserem Hause hin ein gesetzliches Recht auf Zweitveröffentlichung nach 12 Monaten verabschiedet für Arbeiten, die mindestens zur Hälfte mit öffentlichen Mitteln gefördert werden. Das war der erste Baustein für die Förderung von Open Access in Deutschland. Und ich kann Ihnen sagen, die Verhandlungen darüber mit den verschiedenen Interessenvertretern waren alles andere als einfach. Ich bin überzeugt, dass Open Access zu einem noch besseren Informationsfluss in der Wissenschaft und zur besseren Sichtbarkeit von Forschung und Forschungsergebnissen beitragen kann. Das ist auch ein Beitrag zur Innovationsfähigkeit unseres Landes und deshalb werden wir eine Strategie für den unentgeltlichen, den effektiven und dauerhaften Zugang zu öffentlich finanzierten wissenschaftlichen Publikationen und Forschungsdaten vorlegen. Wir wollen eine Open Access Strategie präsentieren. Und wir wollen außerdem, das steht auch im Koalitionsvertrag der Großen Koalition, eine Bildungs- und Wissenschaftsschranke im Urheberrecht einführen. Damit soll das Urheberrecht nicht nur nutzerfreundlicher und transparenter, sondern auch bildungs- und forschungsfreundlicher werden. Auch das wird kein Selbstläufer sein, ein schwierig zu verhandelndes Projekt, aber ich bin zuversichtlich, dass wir am Ende der Legislatur dieses erreicht haben werden. Diese Beispiele machen deutlich, es braucht viele Akteure. Wir sind als BMBF nur einer in diesem Feld von Digitalisierung und Digital Humanities. Wir brauchen für einen Erfolg viele andere. Wir brauchen die Länder in Deutschland, die digitale Innovationen in den Hochschulen wollen und unterstützen müssen. Wir brauchen die Hochschulen, die sich für diese neuen Möglichkeiten öffnen müssen. Und das Tempo ist da durchaus unterschiedlich, kann man, muss man feststellen. Viele Hochschulen schreiben Digital Humanities, Professuren und Mitarbeiterstellen aus, aber das reicht sicherlich nicht, so gut es ist. Bereits bestehende Strukturen müssen an den Hochschulen um digitale Möglichkeiten erweitert werden, in virtuelle Forschungsumgebungen eingebettet werden. Und es kommt dabei nicht nur auf die fachliche, sondern natürlich auch auf die technische Vernetzung und auf eine gute Arbeitsteilung an mit anderen Hochschulen und sonstigen wissenschaftlichen Einrichtungen, mit den Ländern, aber natürlich auch über die Grenzen hinweg in andere Staaten. Und der Erfolg der digitalen Geisteswissenschaften hängt natürlich auch davon ab, wie anschlussfähig die E-Humanities an nicht oder weniger digitale Forschung sind und wie sehr umgekehrt diese bereit sind, sich zu öffnen. Da haben Sie, glaube ich, in den Geisteswissenschaften durchaus interessante Diskussionen und Auseinandersetzungen. Lange war der Entwickler mit dem Nutzerkreis weitgehend identisch, aber das ändert sich zunehmend. Die Werkzeuge werden immer mehr auch für die Non-Natives attraktiv. Und wissenschaftliche Ergebnisse, die mithilfe der E-Humanities erreicht werden, sind, glaube ich, das beste Argument, um auch Skeptiker für digitale Geisteswissenschaften zu gewinnen.
Last but not least hängt der Erfolg sicherlich auch ganz wesentlich davon ab, dass Sie als Wissenschaft sich auch hin zur Öffentlichkeit öffnen. Die Botschaft der digitalen an die eher analogen Geisteswissenschaften lautet meines Erachtens, die neuen Techniken und Methoden entwerten die geisteswissenschaftliche Ausbildung und Arbeit keinesfalls, vielmehr sie ergänzen sie. Sie ersetzen keine Rekonstruktion von Text und Kontext, keine Bildbeschreibung, keine Musikgeschichte, sie erleichtern sie. Bekannte geisteswissenschaftliche Fragen lassen sich vielfach besser bearbeiten und neue Fragen erstmals stellen. Und am Ende zählen bei aller Verfügbarkeit von Daten und Dokumenten nach wie vor intellektuelle Anstrengung, Vorstellungskraft und Urteilsvermögen. Ein Beispiel dafür ist die Edition von Theodor Fontanes Notizbüchern der Fontaner Arbeitsstelle an der Uni in Göttingen. Diese Edition ermittelt, transkribiert, kodiert, kommentiert und veröffentlicht erstmals alle Notizbuchniederschriften des Verfassers der Wanderungen in der Mark Brandenburg, der Effi Briest, des Stechlin. Sie nimmt die Dynamik von Schreib- und Produktionsprozessen in den Blick und macht sie sichtbar. Für die komplexen Aufgaben werden die Dienste und Werkzeuge von TextGrid genutzt, angepasst und teilweise weiterentwickelt. Hier wird deutlich, Digitalisierung und fachwissenschaftliche Expertise tragen gemeinsam dazu bei, einen lebendigen Eindruck von Fontanes allmählicher Verfertigung der Gedanken, nicht beim Schreiben, Reden, sondern beim Schreiben zu vermitteln, von seinem Netzwerk, von seinen weitläufigen Interessen. Ich darf hier auch einen Wunsch an Sie alle, die digital arbeiten, anschließen, nämlich Ihre Ergebnisse und Erkenntnisse noch besser zugänglich zu machen. Und zwar nicht nur für die Fachkolleginnen und Fachkollegen, sondern auch für die interessierte Öffentlichkeit und gerade die Öffentlichkeit im Netz. Das ist ein Schatz, den man erschließen muss, denn die Öffentlichkeit im Netz begegnet Entwicklungen mit außerordentlich großer Neugier. Und ich bitte Sie, geben Sie interessierten Laien bessere Möglichkeiten, konkret Einblicke zu nehmen und berücksichtigen Sie dabei, dass das am besten mit einer intuitiven Benutzerführung geht. Ein Projekt hat mich da besonders beeindruckt, nämlich das Transcribe Bentham des University College of London. Es ist ein ganz faszinierendes Beispiel für solch ein partizipatives und zugleich qualitätsgesichertes Verfahren. Schon auf der ersten Seite, es lohnt sich wirklich, das mal anzugucken, ist für jeden sichtbar, wie weit die Transkription aller Werke von Jeremy Bentham fortgeschritten ist. Und jeder kann virtuell eine der 169 Archivschachteln öffnen und sich für die Mitarbeit beim Transkribieren anmelden. Vielleicht ist das eine Anregung auch für so manches Projekt in Deutschland, interessierte Laien nicht nur zu informieren, sondern teilhaben zu lassen an dem, was sie tun. Unser Ministerium freut sich über das Erreichte, aber wir werden uns natürlich darauf nicht ausruhen. Wir wollen weiterhin unseren Beitrag dazu leisten, die Digitalisierung als Erfolgsgeschichte fortzuschreiben. Und wir erwarten sehr gespannt die Vorschläge, die auf der Basis wiederum auch von Empfehlungen des Wissenschaftsrats der neu gegründete Rat für Informationsinfrastrukturen vorlegen wird. Er hat sich bereits entschieden, seine zweite Sitzung war vor kurzem, sich intensiv mit dem Thema Nachhaltigkeit zu befassen. Denn uns allen ist bewusst, dass das Potenzial virtueller Forschungsumgebungen und Forschungsinfrastrukturen sich nur dann voll entfalten lassen wird, wenn Infrastrukturen verstetigt und Daten dauerhaft gesichert und damit nutzbar bleiben.
Nicht zuletzt dank Textkrit und Daria sind wir dabei auf einem guten Weg, aber wir müssen ihn ausbauen und weitergehen. Das Staunen ist eine Sehnsucht nach Wissen, hat Thomas von Aquin formuliert. Staunen wir über die neuen Möglichkeiten, freuen wir uns auf neue Darstellungsformen von Wissen und vor allem darauf aufbauend auf neuen Erkenntnissen. Ich wünsche Ihnen sehr kreative, sehr produktive anderthalb Tage, die die digitalen Geisteswissenschaften in Deutschland weiter voranbringen. Ganz herzlichen Dank. Ganz herzlichen Dank. Als nächstes begrüße ich Professor Jürgen Grenn. Er ist Direktor und wissenschaftliches Mitglied vom Max-Planck-Institut für Wissenschaftsgeschichte in Berlin. Und ohne die tatkräftige Unterstützung des MPIs für Wissenschaftsgeschichte und der dortigen Kollegen wäre es nicht möglich gewesen, eine Konferenz dieser Größe vor allem im Harnack-Haus auszurichten. Danke. Sehr geehrte Frau Staatssekretärin Quenet Thielen, sehr geehrter Herr Dr. Horstmann, liebe Friederike Fless, lieber Heike Neuroth, lieber Herr Thaller, lieber Greg Crane, meine Damen und Herren, es ist mir ein besonderes Vergnügen, Sie alle heute Morgen hier im frisch renovierten Harnack-Haus der Max-Planck-Gesellschaft und auch im Namen des Max-Planck-Instituts für Wissenschaftsgeschichte begrüßen zu dürfen. Das Harnack-Haus wurde am 7. Mai 1929 in der Anwesenheit von Gustav Stresemann eröffnet. Einer der Sprecher der Eröffnung, der amerikanische Botschafter Gould Sherman, sagte bei dieser Gelegenheit, und ich zitiere, "I count the foreign scholars and scientists who will live in the Harnack House among the happiest of all human beings." Das war vielleicht etwas übertrieben, ich wollte es aber doch erwähnen, um zu erklären, warum wir Ihnen diesen Veranstaltungsort vorgeschlagen haben. Diese Veranstaltung ist den Digital Humanities und den Ihnen förderlichen wissenschaftlichen Infrastrukturen gewidmet, einem Thema, mit dem sich auch unser Institut seit 1994, also seit seiner Gründung, auseinandergesetzt hat. Und ich darf sagen, es ist für mich wirklich ein besonderes Vergnügen, Sie heute Morgen gehört zu haben mit einem wirklich substanziellen und sehr ermutigenden, mehr als Grußwort, Frau Quenet Thielen. Das zeigt, wie weit wir uns seit dieser Zeit wirklich bewegt haben. Und ich darf bei dieser Gelegenheit ein bisschen sozusagen aus meiner eigenen Erinnerung plaudern, um diesen großen Schritt, der getan worden ist, vielleicht etwas zu erläutern. Ich kam damals an das Institut, an das Max-Planck-Institut für Wissenschaftsgeschichte, nicht weit von hier, mit der Idee, ein elektronisches Archiv der Wissenschaftsgeschichte zu begründen, das seinen Grundstock in den Werken von Albert Einstein und Galileo Galilei haben sollte. Ich habe damals für die Einstein-Edition in Boston gearbeitet. Ich konnte damals nicht ahnen, dass es 20 Jahre dauern sollte, bis dieser Traum Wirklichkeit geworden ist. Heute ist er Wirklichkeit geworden, insbesondere durch die Arbeiten des Galilei-Museums in Florenz und des Einstein-Projekts in Pasadena. Und so ist ein Großteil der Werke, Manuskripte und Korrespondenzen sowohl von Galileo Galilei als auch von Albert Einstein inzwischen frei im Netz verfügbar, und zwar im Rahmen ausgezeichneter Forschungsinfrastrukturen, die der Wissenschaftsgeschichte völlig neue Arbeitsweisen ermöglichen. Und ich erläutere das nicht im Detail, Sie haben das schon so wunderschön am Beispiel von Thomas von Aquin und Theodor Fontane getan. Das alles gibt es jetzt auch für Albert Einstein und Galileo Galilei. Aber meine Damen und Herren, warum hat es so lange gedauert, eine so einfache und offensichtliche Idee zu verwirklichen? Es lag nicht an der Technologie, denn die Möglichkeit, historische Dokumente über Datenbanken und Hypertextumgebungen frei zugänglich zu machen, existierte bereits damals, auch wenn natürlich die Bandbreiten noch sehr begrenzt waren und hohe Auflösungen Probleme machten. Aber die wirklichen Probleme lagen woanders, in der mangelnden Risikobereitschaft der Geisteswissenschaften, in der Schatzhütermentalität von Sammlungen und Archiven,
in verfehlten Hoffnungen auf Kommerzialisierung, das ist heute oft vergessen, es gab damals so etwas wie ein Goldrauschgefühl, dass man aus jedem Manuskript, das sich noch in irgendeiner Sammlung befand, also nicht nur der berühmte Vitruvian Man von Leonardo da Vinci, sondern auch irgendwelche Kritzel von Galileo Galilei, noch ein T-Shirt oder eine Postkarte machen könnte. Aber es lag auch an der mangelnden Ausbildung des Open Access-Gedankens in den Humanities. Und deswegen bin ich besonders froh, dass Sie den Open Access-Gedanken nochmal erwähnt haben heute Morgen. Aber es scheint mir auch nach wie vor der Fall zu sein, dass dieser Gedanke nicht auf das Zeitschriftenwesen und nicht auf kommerzielle und rechtliche Fragen reduziert werden darf. Und dass es besonders für den Erfolg der Digital Humanities von entscheidender Bedeutung ist, dass wir diesen Gedanken auch auf die Quellen unserer historischen Arbeiten ausdehnen. Ich glaube, dass gerade die Digital Humanities unter dieser Voraussetzung zeigen können, was integrative Geisteswissenschaften, so will ich es nennen, integrative Geisteswissenschaften leisten können, wenn sie traditionelles Nischen- und Spezialistendenken überwinden und sich an großen Problemen und Herausforderungen orientieren. Herausforderungen, die notwendigerweise einen interdisziplinären Charakter haben und die ebenso notwendig eine Vernetzung von Wissen erfordern, wie sie nur in einer Welt offen zugänglicher Quellen möglich ist. Ich will ein Beispiel erwähnen, ein jüngeres Beispiel, das ist der Exzellenzcluster Topoi, den Friederike Fless mitbegründet hat, mit seinen breit angelegten Fragen nach Raum und Wissen in der alten Welt. Und da geht es durch alle Disziplinen, von der Geografie über die Archäologie in die Philologie. Greg Crane ist hier im Raum, er hat früh die Idee gehabt, die griechische Kultur kann man nicht aufspalten in archäologische, in philologische Aspekte, musikwissenschaftliche Aspekte, wissenschaftsgeschichtliche Aspekte. Es kann nur um die eine griechische Kultur gehen und dazu brauchen wir eine freie Vernetzbarkeit aller relevanten Quellen. Und es ist deswegen aus meiner Sicht auch kein Zufall, dass das Topoi-Projekt, der Exzellenzcluster Topoi, heute zu einem Vorreiter von Open Access in den Humanities geworden ist, sowohl was die Zugänglichkeit von Quellen als auch Buchpublikationen etwa in den Humanities immer noch ein wichtiges Medium neben den Zeitschriften geworden ist. Also mit einem Wort, es sind Forschungs- und Erkenntnisfragen, die die weitere Entwicklung der Humanities und der ihnen förderlichen Infrastruktur bestimmt haben, bestimmen sollen und bestimmen werden, so glaube ich. Wir alle wissen, dass das Web im CERN in den 80er, 90er Jahren entwickelt worden ist, als Antwort genau auf solche Forschungsherausforderungen. Und ich stimme Ihnen zu, Frau Quenet-Thielen, heute sind es vielleicht die Geisteswissenschaften, die Geistes-, Sozial- und Humanwissenschaften, die mit ihren Erkenntnisproblemen die weitere Entwicklung auch der digitalen Welt vorantreiben können und werden. Meine Hoffnung setzen da auf ein Web des Wissens, nicht ein Web der Dinge, da will ich gar keine Einwände erheben, aber vor allen Dingen ein Web des Wissens, das optimiert ist für die Vernetzung, für die Suche, für die Speicherung und die Verwertung von Wissen. Gerade deshalb brauchen wir, glaube ich, nach wie vor Mut zur Offenheit, zum Risiko und zu Experimenten, aber auch den Blick, und Sie haben das auch schon erwähnt, auf die Herausforderung der Nachhaltigkeit, ein Thema, das in der digitalen Welt einen ganz anderen Klang hat als in der Welt der Papiere. Also neue Arbeitsteilung, alle Dinge, die Sie sicherlich hier im Laufe der nächsten zwei Tage noch diskutieren werden. Und deswegen bin ich wirklich glücklich, dass heute hier Geisteswissenschaftler und Juristen, IT-Spezialisten, Bibliothekare und Informationswissenschaftler, aber auch Forschungsförderer und Politiker zusammengekommen sind, um darüber zu diskutieren, wie man beides, Risikobereitschaft und Nachhaltigkeit, am besten zusammenbringt. Einer der ersten Redner hier im Harnack-Haus war übrigens Albert Einstein. Er musste ganz spontan für einen Gewerkschaftsführer einspringen, der kurzfristig abgesagt hatte. Dennoch hielt er einen brillanten Vortrag über Raum und Äther. So viel Flexibilität und Einfallsreichtum wünsche ich auch Ihnen in den kommenden zwei Tagen. Ich danke Ihnen für Ihre Aufmerksamkeit. Natürlich jetzt ein bisschen schwierig, mit Albert Einstein jetzt weiterzumachen, aber gut. Zum Abschluss, und das ist meine persönliche Freude, darf ich den Direktor der Niedersächsischen Staats- und Universitätsbibliothek Göttingen, Dr. Wolfram Horstmann, begrüßen, den wir aus Oxford abwerben konnten und der seit Mai letzten Jahres die SOB in Göttingen leitet. Wolfram.
Sehr geehrte Frau Staatssekretärin, lieber Herr Renn, wo ist er da? Sehr geehrte Damen und Herren, liebe Kolleginnen und Kollegen, es ist schon gesagt worden, 2004, also vor über 10 Jahren, kamen Forschende aus den Geistes- und Kulturwissenschaften auf die Niedersächsische Staats- und Universitätsbibliothek zu, um etwas ganz Neues zu wagen, nämlich digital, kollaborativ, ortsunabhängig und fächerübergreifend in den Geisteswissenschaften zu forschen. Das war die Geburtsstunde von TextGrid. Heute ist diese Art der transdisziplinären und verteilten Forschung in allen wissenschaftlichen Disziplinen Standard. Und wir können, glaube ich, sehr dankbar dafür sein, dass die Geisteswissenschaften in Deutschland sich hier sehr früh aufgestellt haben. Ich selbst kann mich aus meiner damaligen Zeit noch sehr gut an die spannenden Anfänge von TextGrid erinnern, lieber Heike, auch wenn ich nur am Rande beteiligt war. Viele von Ihnen waren maßgeblich an der Entwicklung beteiligt. Und jetzt rund 10 Jahre später, sehen wir die Ergebnisse. Und ich denke, darauf können Sie alle zu Recht stolz sein. TextGrid hat sich als virtuelle Forschungsumgebung in den Geisteswissenschaften etabliert, wird von einer lebendigen, sehr lebendigen, wie man ja hier sieht, Community getragen, vorangetrieben und weiterentwickelt. Die steigenden Nutzerzahlen, vor allem aber das so entscheidende Feedback von den Fachwissenschaftlerinnen und Fachwissenschaftlern, zeigt eben, wie groß der Bedarf an virtuellen Forschungsumgebungen ist. Sicherlich einer der Gründe, warum eben diese TextGrid Grand Tour übermorgen schon seit Wochen ausgebucht ist. TextGrid war aber vor allem auch ein wichtiger Ausgangspunkt für vielfältige weitere Entwicklungen in den Digital Humanities. Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler aus den Geistes- und Kulturwissenschaften der angewandten Informatik, das Wort ist, glaube ich, heute noch gar nicht gefallen, und den Informationswissenschaften, das Wort ist, glaube ich, auch noch nicht gefallen, forschen eben gemeinsam mit TextGrid an interdisziplinären Fragestellungen, an neuen Kooperationen, neuen Projekten und vor allem neuen Methoden der Forschung. Dies reichert die Forschungslandschaft vielerorts an und verändert sie auch hoffentlich nachhaltig. Und dafür brauchen wir hervorragende und breit aufgestellte digitale Infrastruktur. In 2011 hat Daria.de, Daria Deutschland, die Arbeit aufgenommen. Die digitale Forschungsinfrastruktur für die Geistes- und Kulturwissenschaften ist, wie Sie alle wissen, eine von zurzeit 15 nationalen Initiativen in Daria EU, eben einem der disziplinären Bausteine für die europäische Forschungsinfrastruktur ESFRI. Ende 2014 wurde Daria EU, also Ende letzten Jahres, noch gar nicht lange her, 2 Monate in Paris, als europäische Rechtsform ERIC ausgegründet. Ich denke, das ist auch wichtig, das wirklich zur Kenntnis zu nehmen, dass das als Rechtsform ausgegründet worden ist. Daria Deutschland hat das Ziel, nationale digitale Forschungsinfrastruktur für die Geistes- und Kulturwissenschaften bereitzustellen. Wir brauchen solche nationale Infrastruktur, um aus den neuen digitalen Arbeitsweisen und der Masse und Vielfalt von digitalen Forschungsdaten, hoffentlich eben im Open Access zur Verfügung gestellt, deren wissenschaftlichen Wert schöpfen zu können. Besonders hervorzuheben ist an dieser Stelle die Rolle des BMBF, das mit Weitblick und besonders großem Strategieverständnis sowohl TextGrid als auch Daria.de fördert. Das BMBF hilft wirksam und wirklich, die notwendige Forschungsinfrastruktur in Deutschland aufzubauen und die digitale Transformation der Wissenschaft weiter voranzutreiben. Dass die SUB eine aktive Rolle in diesem Prozess der digitalen Transformation innehaben darf, freut mich natürlich als Bibliotheksdirektor der SUB sehr. Neben der Rolle der Konsortialleitung beider Forschungsverbünde beteiligen wir uns gemeinsam mit einer Vielzahl von Partnern aus Universitäten, Rechenzentren, Bibliotheken
und Forschungseinrichtungen sehr aktiv an den konkreten technologischen Entwicklungsarbeiten für TextGrid und Daria.de. Und wir bemühen uns besonders, die Anforderungen der Fachwissenschaft genau zu verstehen. In der zweiten Projektphase widmen wir uns verstärkt den Fragen der wissenschaftlichen Begleitforschung und Usability-Studien und übernehmen Verantwortung für den Themenkomplex Forschungsdaten und wissenschaftliche Sammlungen. Nochmal, erfolgreiche digitale Forschungsinfrastrukturen für die Geistes- und Kulturwissenschaften können nur in enger Zusammenarbeit der fachwissenschaftlichen Communities im Kontext ihrer Universitäten, Forschungseinrichtungen, Akademien, Rechenzentren, Bibliotheken entwickelt werden. Natürlich brauchen wir auch den politischen Willen und geschickte Förderprogramme zur Unterstützung des Wachsens und Gedeihens, aber ich denke, dass eben wirklich die lokale Infrastruktur und Verankerung ein wesentliches Element ist. Das DH Summit 2015 soll diese Kooperation beflügeln, den Gedankenaustausch und den Erfahrungsaustausch zwischen Ihnen anregen und mit neuen Impulsen versehen. Ich wünsche uns allen eine inspirierende Veranstaltung mit spannenden Vorträgen und Diskussionen und die zu belastbaren Forschungsergebnissen und Infrastrukturentwicklungen führen. Vielen Dank.